Der Suezkanal ist also weiter blockiert. Das gigantische Containerschiff versperrt weiter eine der wichtigsten Seestraßen der Welt, die Verbindung zwischen Europa und Asien. Und wann diese Blockade aufgehoben werden kann, tja, das ist die entscheidende gute Frage. Da liegt sie, die Ever Given, der Containerriese, der derzeit den Welthandel blockiert. Der Frachter steckt noch immer im Suezkanal fest, eine der wichtigsten Wasserstraßen der Welt. Der Schiffsverkehr ist eingestellt, an beiden Kanalausgängen hat sich mittlerweile ein Stau von mindestens 100 Schiffen gebildet. Und es werden immer mehr. Eine Vollkatastrophe, über den Kanal laufen täglich etwa 3 Milliarden $ an Fracht. Mit 400 Metern Länge, 59 Metern Breite, einem Gewicht von 224.000 Tonnen und zu einem Tiefgang von 15,70 Meter ist die Ever Given eines der größten Frachtschiffe der Welt. Da braucht es schon mehr als 10 Schlepper, die am Mittwoch vergeblich versuchten, den Riesen zu befreien. Nun soll ein extra eingeflogenes Expertenteam die Stabilität des Schiffes genau überprüfen. Dann wird man anfangen, vermutlich das Schiff zu leichtern, sprich Ballastwasser, Treibstoff und in letzter Konsequenz halt auch Ladung vom Schiff zu nehmen, um das so weit wie möglich aus dem Wasser zu heben, unterstützt möglicherweise von Baggerarbeiten an den Enden des Schiffes, um da Material noch wegzunehmen. In letzter Konsequenz wird man das Schiff freikriegen. Die Frage ist natürlich, wie lange dauert das? Im schlimmsten Fall wohl mehrere Tage oder sogar Wochen. Mit drastischen Folgen, so fürchten Experten Engpässe bei Maschinen- oder Anlagebau. Der Ölpreis reagierte bereits. Er stieg zeitweise um etwa 6%. Ja, reden wir jetzt mal über die Bergung. Zugeschaltet ist nun Hartmut Kleinfeld. Er ist Kapitän und Schifffahrtssachverständiger. Guten Tag, Herr Kleinfeld. Guten Morgen, Herr Hedler. Wie kriegt man denn diesen Koloss jetzt da raus? 400 Meter lang, 59 Meter breit, also das ist doch fast unmöglich. Na, unmöglich ist es nicht, aber es wird einige Zeit dauern. Allein schon die Länge und die Breite an dieser Stelle am Kanal zeigt ja, dass sich das Schiff dort verkeilt hat. Das heißt, mit Maßnahmen, um jetzt an den Kanalrändern praktisch Material wegzunehmen, wird es nicht getan sein. Man wird das Schiff irgendwie leichtern müssen. Dazu gibt es ja mehrere Möglichkeiten. Und dann bedarf es auch starker Schlepper, die dann versuchen sollen, das Schiff wieder in richtige Position zu bringen. Was meinen Sie denn mit leichtern, Herr Kleinfeld? Heißt das, dass da irgendwie, ich weiß nicht, wie viele Container da drauf sind? Das sind doch Tausende, dass man die jetzt umladen muss oder abladen muss? Oder wie muss man sich das vorstellen? Also zuerst wird man natürlich Möglichkeiten finden, um das Ballastwasser, was im Schiff ist, was auch mehrere tausend Tonnen sein können, entweder umzupumpen oder vielleicht sogar vom Schiff zu nehmen. Des Weiteren hat man die Möglichkeit, eine große Menge an Treibstoff, die möglicherweise im Schiff sind, herauszunehmen, dadurch den Tiefgang zu verändern, also das Schiff höher zu bringen. Und die dritte und letzte Möglichkeit wäre meiner Meinung nach, Container von Deck zu nehmen. Wobei man natürlich wissen muss, dass die Container, die an Deck stehen, das sind zumeist leere Container. Das sind pro Container 2, 3, 4 Tonnen. Das wird also nicht diesen großen Einfluss auf das Gewicht des Schiffes haben. Zuerst wird man sich sicherlich auf die Maßnahmen des Ballastwassers und des Treibstoffes konzentrieren und dann mit einem geeigneten Bergungskonzept mit starken Schleppern versuchen, das Schiff wieder freizubekommen. Bergungskonzept, jetzt sieht man ja auch immer wieder auf den Bildern so Bagger, ganz normale Bagger. So ein Bagger, den ich mir auch in meinen Garten stellen kann und dann diesen Koloch dann nehmen. Also haben die Ägypter überhaupt das Material, um so eine große Rettungsaktion durchzuführen? Also die Ägypter haben ja auch den Kanal gebaut. Die werden schon Material haben, um dort Maßnahmen einleiten zu können, die bei dieser Bergung behilflich sein können. Aber das muss alles eine Symbiose aus verschiedenen Maßnahmen sein. Also sowohl das, was Sie jetzt, wir jetzt gerade auf den Bildern mit dem Bagger sehen, als auch was wir auf den Bildern mit den Schleppern sehen. Und dann kommt es darauf an, dass man praktisch den richtigen Zeitpunkt, sprich wann ist das Schiff in dieser Position oder mit diesem Tiefgang, dass eine Bergung erfolgreich sein könnte. Die Ägypter sagen ja jetzt, nee, das dauert nicht Wochen, um die Ever Given freizukriegen, sondern nur noch 3 Tage. Sind Sie auch so optimistisch, Herr Kleinfeld?
das hat jetzt nicht wirklich was mit Optimismus zu tun, sondern es hat was damit zu tun, wie die Fakten an Bord oder in der Umgebung verarbeitet werden kann, welches Konzept man dort hat. Ob es nun 3 Tage oder länger dauert, das wird man sicherlich eine Information bekommen, wenn, so wie ich gehört habe, auch weitere Bergungsspezialisten vor Ort sind, um dann eine Bestandsaufnahme zu machen und die nötigen Maßnahmen einzuleiten. Hartmut Kleinfeld, vielen Dank für dieses Gespräch und Ihre Expertise. Wir sind mal gespannt, wie das Ganze weitergehen wird. Und vor allen Dingen bleiben Sie natürlich auch weiterhin in den Corona-Zeiten gesund. Vielen Dank.